So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Reaction-Video hier auf meinem Kanal von Sascha Wohner. Wir fangen. Ah ne, warte, machen wir nochmal von vorne. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Reaction-Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Sascha Wohner und wieder mal dabei ist einerseits der gute Nico Ritter Mwah, hallo. und der gute Rafa von Wasp. Hallo. So. Der Sascha hat leider wieder hat immer noch keine Stimme. Wir hoffen, dass es nächste Woche besser wird. Aber heute müssen wir leider den Sprechpart für ihn wieder übernehmen. Aber ich würde sagen, wir starten direkt ins erste Video. Nämlich die Runde Nummer 13 von MDog 357. Ganz Resümee. kurz. Den Namen finde ich ja Killer. Ja. Den M-Dog 357. Das ist Ohne so ein richtiger. disrespecten zu wollen, hört sich an wie ein Nickname aus irgendeinem Videospiel oder so. Ja, so Minecraft Dog 357 von dem 3.5.2007 Das geht ja jetzt schon wieder gut los. Okay, wir gehen da schon mal oder rein. Bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet. Wozu brauch ich Freunde, wenn ich Feinde hab? Bleib auf Distanz, ich will keine Freiheit, sondern Einzelhaft in Zeiten von Angst, bleib ignorant. Deine Liebe war mein Weihwasser, jetzt kommt alles Böse an die Oberschicht im Zeitraffer. Sie suchen den kürzesten Weg zur Spitze, treib mich nachts herum, ich hustle. Meine Waffen sind paar Stifte plus Papier. Wird gefüllt mit grünem Lebenselixier, die Welt stirbt, sie sind von meiner Redensart verwirrt. Weil ich nicht mal die Augen schließ, wenn ich schlafe, woran liegt's, dass sie immer nur fliehen vor dieser Frage? Hä, hey, was macht der? Der hat mich bei dem Einstieg so heftig gehabt. Das feiere ich bis jetzt richtig. Rafa? Ich glaube, Rafa ist eingeschlafen. Ja, warte, jetzt hört man dich wieder. Hallo? Hallo? Rafa ist Ach, eingeschlafen. perfekt. Nee, also ich. Also ich fand es jetzt nicht. Es hat mich nicht so krass abgeholt. Ist auf jeden Fall stabiler Flow. Video ist okay soweit. Keine kranken Locations. Ist halt im Studio aufgenommen. Nicht die beste Kameraführung, aber es ist auch nicht schlecht. Ist okay. Seine Performance ist noch ein bisschen unsicher, würde ich sagen. Ja. Interessant. Ich glaube, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir jemals so weit auseinander waren von unserer Meinung. Aber ich finde es halt wirklich tight bis jetzt. Also ich finde wirklich, wie er rappt, gefällt mir richtig gut. Sascha, ganz kurz, Statement. Sascha findet, wie ich sehe, das Video, da ist er eher bei Rafa, bei Rafas Meinung, aber musikalisch findet Sascha das ähnlich gut wie ich. Er ist auf jeden Fall gespannt, was hier noch kommt. Wir gehen rein. Was ist die Wahrheit aus der Drogenficken Arbeit? Will nicht abschweifen, mein Express geht Richtung Starlight. Die Reise fängt im Hintergrund an. Wir müssen kein Kinderblut trinken, sind für immer Jungpunk. Jedes Bild in Erinnerung, Dankbarkeit wäre zu wenig. Doch der Käfig, in dem ich lebe, ist ein Kreis und das ewig. Sie sehen es. Der rappt richtig, also ist mir egal, was Rafa sagt, das klingt richtig geil. Die Stimme ist geil. Der klingt richtig routiniert, der kommt, also das kommt schon richtig Bewegen brutal. sich täglich zwischen Reiz und Fetisch. Versteh nicht, dass Nehmen und Geben hier eine Priorität ist. Die Menschheit vergisst, dass sie dem Teufel verzeiht. Und alleine Geld ist das, was die Seuche verteilt. Flächendeckend machen Regentropfen Blutbäder aus der Schlacht. Du siehst keine Sterne am Himmel. Manche Menschen haben genug von der Einzelhaft und versuchen Licht in Leere zu finden. Dass mich alles hier triggert, bin ich gewohnt. Kann das Licht nicht finden, also schick mir den Mond. Mal kurz im Tod von der Schippe springen. Wir sind mittendrin. Ja, ich bin Anti, weil die anderen alles Pisser sind. Klingen wie Travis Scott, sehen aus wie David Hasselhoff und denken, sie können Harp aktivieren wie der Wetterfrosch. Ihr Haben wir eigentlich gerade dieser kleine ruhigere Part? Meint ihr, das war die Hook? Oder gibt's keine Hook? Das habe ich mich auch gefragt. So, warte mal. Irgendwo hätte jetzt eigentlich ein Hook sein müssen. Also ich glaube, dieses Licht ins Dunkle bringen oder Helle ins Dunkle bringen, ich glaube, das könnte die Hook gewesen sein, aber es könnte auch einfach so ein Zwischenpart gewesen sein. Ja, vielleicht kommt's ja noch mal. Aber mal gucken. Weggeboxt, abgestumpft, ey, ich guck Pornos, wenn ich lachen will. Siehst du die Zeichen? Bin ich verrückt? Was? Quietschende Reifen, die Stimmung bedrückt. Step aus dem Raum voller Rauch. Bring den Sound, den ihr braucht. Halt den Lauf auf die Clowns und bin auf deiner Braut. Fick Rap, Tick Flex am Friedhof. Jeder will Esther, Exposito.
Nicht schlecht, aber jetzt gibt's die Bros. Hashtag alle Rapper, ich bin back, amigo, let's go. Das hätte Hook-Flavor gehabt, das war auch geil. Mhm. Das hätte ich mir vorher auch gewünscht. Das war das Beste vom ganzen Part. Das war auch richtig, da waren glaube ich nochmal mehr Doubles. Das hat sich richtig fett angehört. Mhm. Auch ich fand insgesamt hat sich alles ein bisschen, ich weiß nicht, ob es jetzt an meinen Kopfhörern und so liegt, aber es hat sich irgendwie ziemlich flach angehört. Auch der Beat war jetzt nie groß Variation drin, war halt immer Den Beat habe ich gar nicht so im Kopf gehabt. Ich habe irgendwie ihm zuhören müssen. Das müsste ja, ich jetzt also man, mal hören, um dadurch hat man ihm auf jeden Fall mehr zugehört. Mhm. Es kam halt nur auf die Rap-Stimme an, aber dafür hat er zu wenig mit seiner Stimme gemacht. Da kam mit seiner Stimme, glaube ich, noch mehr. Aber ich fand also mehr Variation. Geil. Also ich glaube, wir müssen jetzt nicht nochmal laufen lassen. Ich glaube, da kommt jetzt nichts mehr außer der Beat. Ja. Deswegen würde ich das jetzt einfach ganz kurz... Ja, also wie gesagt, ich muss gar nicht mehr sagen. Ich fand, das videotechnisch ist natürlich jetzt überhaupt nichts Krankes. Aber musikalisch gesehen ist das richtig, also rap-technisch ist das richtig gut. Richtig, richtig gut. Also ich verstehe auf jeden Fall, dass er drin ist. Auch wenn ich vom Namen her was anderes erwartet hätte. Dem M-Dog. Aber Props finde ich richtig gut. Sascha? Ja, also Sascha ist ähnlicher Meinung wie ich, zumindest was das Video anbelangt. Ist jetzt nichts Aufwendiges, haben im Studio, wahrscheinlich vorm Studio ein bisschen was gedreht. Soundtechnisch meinte er, dass ich das wahrscheinlich noch ein paar Mal geben muss. Muss ich wahrscheinlich auch. Ich würde jetzt auch noch kein Like geben. Tatsächlich. Nee. Ich würde aber auch kein Dislike geben. Ich würde mir das, also ich gebe eigentlich nie Dislikes, aber ich würde mir das eher noch mal ein paar Mal angeben, bevor ich mir ein Like zutrauen würde. Also ich würde zu 1000% ein Like geben. Ich gebe ihm vor allen anderen dieser Woche ein Like bis jetzt. Okay, krass. Kasa, oh, jetzt bin ich aber mal ordentlich gespannt. Oh, ich habe was im Kopf, was es werden soll. Ich habe schon wieder so ein Bild. Ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht. Na. Ich habe mir irgendwie schwarz-weiß vorgestellt. Immer wenn die Nacht kommt, bist du nicht mehr wichtig. Geh in deine Bufe und zeig uns, wer du nicht bist. Immer wenn die Nacht kommt, wackelt die Fassade. Ich bringe euch die Nacht, so schwarz wie der Rabe. Immer wenn die Nacht kommt, schäme ich mich für den Abend nicht. Ich geh in die Bufe und erzähle dir, wer Kasa ist. Immer wenn die Nacht kommt, mache ich mich gerade. Ich zeige euch die Nacht, so schwarz wie der Rabe. Das war jetzt die Hook. Direkt die Hook? Ja. Nee. No. Nee. Nicht? Mm-mm. Also... Jetzt nur nach der Hook, holt's mich auch noch nicht ab. Es hört sich nach Kasa an, aber mit wenig neu mit bei. Ich bin überhaupt kein Freund von immer wenn die Nacht kommt. Zum ersten finde ich, hört sich das nicht tight an. Und zum zweiten ist es nach meinem Gefühl auch nicht tight drauf. Es hört sich für mich nicht on beat an. Ich möchte es ganz kurz nochmal, ich möchte ein bisschen zurückspulen und mir es nochmal anhören. Aber davor sagt uns Sascha mal ganz kurz, wie gut er bis jetzt die Runde finde. Also Sascha würde das genauso sagen wie ich. Original. So. Ich habe noch mal ein Stück zurückgespult. Ich würde gerne noch mal ein bisschen die Hook hören. Wackelt die Fassade, ich bringe euch die Nacht, so schwarz wie der Rabe. Immer wenn die Nacht kommt, schäme ich mich für den Abend nicht. Ich geh in die Booth und erzähle dir, wer Kasa ist. Immer wenn die Nacht kommt, mache ich mich gerade. Ich zeige euch die Nacht, so schwarz wie der Rabe. Ich bin aus Berlin, all die Lasten, die ich hab, liegen zwischen Gras und Lilan, tiefer Gassen dieser Stadt. Und schau, ich bin jede Nacht gedanklich dort. Ich musste raus, denn der Rauch hielt im Zaum, mich anzusporn. Geht beiseite, wenn ich komme, mach den Weg frei. Kreuz zu meinem Vater. Ist deine Lebzeit im Jenseits, ihr seid alle fake, keine Eier, um in Würde zu gehen, was ihr in Lüge. Also, was ich zum Video sagen kann, ich kann ehrlich gesagt nicht so viel Positives hervorheben. Das Positivste ist, dass das mit dem Schatten ganz cool ist. Das ist eine coole Idee. Ist eine coole Aufnahme, aber sonst sehr wenig Schnitte, alles schwarz-weiß, damit es halt irgendwie gut aussieht. Wahrscheinlich mit dem Handy oder einer alten Kamera gefilmt. Ist halt ein Quali-Video. Ich bin bis jetzt aber 1000% mehr vom Part als von der Hook überzeugt. Ja, auf jeden Fall. Der kommt hier deutlich versierter, mit schöner Technik, auch schöner Reim. Also schöne Reimsetzung, es hört sich speziell an. Und Kasa war auch damals schon nicht jemand, der klingt wie jeder andere. Also man hört auf jeden Fall, Kasa hebt sich immer einen eigenen Flow. Genau. Das kann ich auf jeden Fall positiv hervorheben.
nicht erlebt. Laber nicht von Drogensucht. Ich hab schonungslos im Drogensumpf den Tod gesucht. Präsentierte narrative Texte in meinem lyrischen Modium. Gib mir einen Stift und ich fick euer Podium. Denn mit dem ersten Lied in meinem Arm schuf ich ein Ventil, das mich vergessen ließ, wer ich einmal war. Ich suche mir den Beat und die Dunkelheit wird tiefer. Du kennst keinen MC, der sowas schreibt wie dieser. Immer wenn die Nacht kommt, bist du nicht mehr wichtig. Geh in deine Bufe und zeig uns, wer du nicht bist. Immer wenn die Nacht kommt, wackelt die Fassade. Ich bringe euch die Nacht, so schwarz wie der Rabe. Immer wenn die Nacht kommt, schäm ich mich für den Abend nicht. Ich geh in die Booth und erzähle dir, wer Kasa ist. Immer wenn die Nacht kommt, mache ich mich gerade. Ich zeige euch die Nacht, so schwarz wie der Rabe. Das reißt mich richtig raus. Die Hook? Ich finde die Hook immer, wenn die Nacht kommt, nicht gut. Das muss ich wirklich leider sagen. Ich kann da nichts abgewinnen. Ich finde das, also, wenn er hätte nur die Parts abgegeben, hätte mir das deutlich besser gefallen. Ja, also stört mich jetzt nicht krass, aber es wertet den Track nicht auf. Vor allem, dass es auch direkt mit der Hook einsteigt, gibt direkt so ein negatives Gefühl für den Anfang. Es ist kein schöner Einstieg. Ich will schon fast sagen, auch wenn das hart klingt, aber die Hook klingt so laienhaft. Was überhaupt nicht zu Kasa passt, weil Kasa ist ein guter Rapper. Also ich bin mir sicher, das, was er da gemacht hat, hat er gewollt so gemacht. Aber ich finde, für mich ist es daneben gegriffen. Ich finde es einfach, ja, reicht. Ja. Ist genug gesagt. Ich hab's nicht verdient zu leben, weil ich's nie riskiert hab, alles, was ich hatte, aufzugeben. Und das kann man nicht von außen sehen. Ich hatte Schiss, mich anzumelden. Ich wär nicht hier ohne Hilfe von anderen Menschen. Trotzdem sagen sie, sie wollen gute Songs von mir. So wie die Battles in meinem letzten Julians Blog-Turnier. Doch mir nicht weh zu tun ist, seit ich reflektiert hab. Der höchste Gipfel, auf dem ich existieren kann. Doch ich hab's drauf, wenn's ums Ausmissen geht. Bin der Splitter am Daumen, der sich laufend bewegt. Für die Clowns, die sich auch nur als Raubfische sehen. Bis der Sound sich genau durch die Hautschichten gräbt. Das ist so gut. Ja, der Part. Wie kann das so gut sein und die Hook ist in my opinion so reingeschissen? Das macht mich schon fast ein bisschen wütend, weil ich würde es gern viel mehr feiern, aber ich kann es nicht. Ja, Part fühle ich auch, aber also Hook, ich finde es jetzt nicht so schlimm wie du, aber es zieht den Track schon runter, wenn man die Parts im Vergleich dazu hat. Weil das lyrisch, nicht nur wie es geschrieben ist, sondern auch was er sagt, ist so gut. Also es ist wirklich grandios, aber ich will mich jetzt auch eigentlich gar nicht so auf die Hook reduzieren, weil ich möchte ihn auch eigentlich dafür loben, was er hier in den Parts auch gebracht hat. Also dafür auf jeden Fall. Respekt. Props. Das ist richtig gut. Ich hab keinen Kopf für Battle, ich fang lieber an, Rap zu nutzen, wie er mal gedacht war, als man ihn erfand. Ich suche mir den Beat und die Dunkelheit wird tiefer. Zeig mir einen MC, der sowas schreibt wie dieser. Immer wenn die Nacht kommt, bist du nicht mehr wichtig. Geh in deine Booth und zeig uns, wer du nicht bist. Immer wenn die Nacht kommt, wackelt die Fassade. Ich bringe euch die Nacht, so schwarz wie der Rabe. Immer wenn die Nacht kommt, schäm ich mich für den Abend nicht. Ich geh in die Booth und erzähle dir, wer Kasa ist. Immer wenn die Nacht kommt, mache ich mich gerade. Ich zeige euch die Nacht, so schwarz wie der Rabe. Beat ist auch richtig geil, hätte ich auch drauf gerappt. Incomplete Mix and Master. Oh. Philipp Siraki oder so. Siraki? Ich kann keinen Namen aussprechen. Ich spule nochmal kurz hier, das ist doch ein schönes Bild. Okay. Ich würde sagen, wir lassen mal ganz kurz Sascha erstmal sprechen. Also, Sascha findet, dass Kasa das seiner Meinung nach deutlich besser kann und er deswegen ein wenig enttäuscht von der Leistung ist. Das war's eigentlich, oder? Würdest du ein Like geben, Sascha? Halt mal ein Däumchen in die Kamera. Und Video? Trotzdem. Sascha meinte noch zum Video, dass er den Schwarz-Weiß-Look ganz cool findet. Und es passiert zwar nicht viel, aber es ist alles so ein bisschen dem Track entsprechend. Und mir ist auch aufgefallen, so location-technisch und so, hat es eigentlich schon alles gepasst. Es war, und auch von der Dynamik war es jetzt nicht groß störend, dass es so langsam war. Aber da hätte man schon sich noch ein paar Gedanken machen können. War natürlich jetzt nichts Aufwendiges, hat man gemerkt. Ja, aber sonst, die Parts haben mir top gefallen. Hook fand ich eigentlich okay. Ich würde auch ganz knapp noch ein Like geben. Auch wenn ich auch gehofft hätte, dass Kasa mit was Krasserem jetzt nochmal neu rauskommt, aber dafür hatte er noch vielleicht eine Runde Zeit. Alles, was ich sagen wollte, habe ich eigentlich schon gesagt. Ich will hier nur nochmal kurz bemerken, dass ich trotzdem ein Like geben würde.
weil der Track besteht nun mal nicht nur aus Hook. Und die Parts haben mich sehr abgeholt. Und auch, weil ich weiß, dass Kasa sehr gut rappen kann und das auch ein bisschen Nostalgie-Flashes in mir hervorruft, dass wir hier Kasa im Turnier haben dürfen. Däumchen von mir, trotz dem Hate der Hook. Ja, aber dann sind wir fertig mit Kasa und können auch schon in die 15. Quali gehen, die ich auch gerade nicht mehr im Kopf habe. Also dann gibt es von mir ein Like, von Nico auch, von Sascha leider nicht. Aber dann ist der Sascha überstimmt. Wir geben einen Like und starten in die nächste Runde. Wer ist es denn? Es ist der gute Written. Ein Leben lang. Weiß ich nicht, ob ich von dem schon mal gehört habe. Es kommt mir irgendwie bekannt vor, der Name, aber ich weiß nicht. Ich glaube, der Track soll deep sein, habe ich gehört. Also wenn er Written heißt und der Track ein Leben lang heißt, dann ist es eigentlich deep schon vorprogrammiert. Wir gucken mal. Vielleicht wird das jetzt eine ernsthaftere Reaction. Wir stellen uns schon mal drauf ein. Oh, ich habe gerade Gänsehaut bekommen. Also Feeling nimmt mich mit. Für viele ist das hier bestimmt eine Seltenheit, aber für Männlichkeit ist es wichtig, dass man noch Schwäche zeigt. Ich trauere jede Nacht um meinen Vater. Einen Vater, der fast niemals da war. Hab so eine Wut in mir und diese brennt wie Kerosin. Mama sagt, du warst verliebt, Tabletten und Heroin. Keine Zeit für deine Familie in Einsamkeit. Aber dir paar Drogen ballern, das war eine Leichtigkeit. Denn was zählt, sind nur die Taten und die waren nicht vorhanden. In Gedanken höre ich manchmal deine Stimme. Und ja, ich fühle mich gefangen und ich schwanke immer wieder zwischen bleib bei uns auf ewig und verschwinde. Man sagt mir, womit ich's verdient hab. Ich wollte einfach nur einen Vater, der mich lieb hat. Vater-Sohn-Verhältnis gab es nicht, es ist ironisch. Denn durch Gott haben wir eine bessere Bindung, seitdem du tot bist. Oh, Junge. Oh, der geht tief. Ich habe richtig Gänsehaut bekommen. Ja, es ist sehr tief. Sehr deep. Aber, und wie er das rüberbringt. Der Schmerz, den spürt man in seiner Stimme. Wie er das rüberbringt, wie er das sagt. Die letzte Zeile vor allem. Die war nochmal richtig krank. Sehr wilder Stimmeinsatz von ihm. Und auch routinierter Flow. Und das Video sieht sehr gut aus. Von den Kamerafahrten auch und Effekten. Da geht, glaube ich, noch was, aber allein die Qualität und Locations sehen sehr gut aus. Also alleine dafür, also ich glaube, ich will hier an der Stelle in der Qualität gar nicht so herb auf Video und Musikalisches eingehen. Mir reicht komplett jetzt hier gerade die Thematik und wie er es macht. Ich habe Ähnliches erlebt. Mein Vater ist zwar nicht tot, aber ich kann auf jeden Fall relaten. Und das, was er sagt und wie er es sagt, ist so vom Herzen einfach, dass ich das ist niemals ein Song, den ich jetzt, wo ich sage, okay, den höre ich mir jetzt nochmal an, aber das hat Gewicht, das ist krass. Das ist so die Essenz von Rap. Ich schreibe mir was vom Herzen, was mich beschäftigt. Und das ist eine Sache, die ihn, glaube ich, richtig beschäftigt und das macht er grandios. Also wirklich, ist heftig. Sascha? Also Sascha fühlt's mies. Perfekt. Gut. Weiß nicht, ob das an der Stelle passend formuliert war, aber. Nee, er meinte, er mag sehr gerne so deepe Tracks. Er hört sich das gern an und das Video findet er auch cool. Und er wurde auf jeden Fall schon gut mitgenommen. Okay. Jetzt kommt, glaube ich, die Hook, oder? Wir gucken mal. Ja. Ja, ich denk an dich, ob du's glaubst oder nicht, und das jeden Abend. Sehe Bilder von dir, höre Geschichten von dir und kann da nicht schlafen. Und ich fahre und fahre und fahre und fahre ein Leben lang. Der Abend, die Tage, die Jahre, man ist halt wehgetan. Ist einfach perfekt, ist passend, ist emotional, ist ehrlich, ist vom Herzen, ist geil. Oder? Ja, passt auch super zum Part. Also es ist auch alles sehr stimmig, muss ich sagen. Es passt alles ineinander sehr gut. Schöne Stimme auch. Ja, es hat wehgetan. Auch dass da nochmal eine Female Voice dabei ist.
Wunderschön. Ja, eine Female Voice so gut. Wertet so viele Tracks nochmal auf. Besonders wenn es so um emotional Sachen geht. Ich finde, das passt einfach. Das ist hoch. Das ist gänsehautverdächtig auf jeden Fall. Du hast dich umgebracht, für dich gab's hier kein Sonnenlicht. Meine Blicke hoch zu dir durchbrechen jede Wolkenschicht. Dein Sohn ist heute erwachsen und der hat sich voll im Griff. Ist heute kein Tropfen Alkohol, ich hoffe, du bist stolz auf mich. Ich denk, du bist erlöst und findest jetzt Ruhe. Dein Geschenk vor vielen Jahren, die silberne Uhr. Kein materieller Wert, doch ich werde sie ewig lieben. Stelle sie nicht neu, denn auch deine Zeit ist stehen geblieben. Denn was zählt, sind nur die Taten und die waren nicht vorhanden. In Gedanken höre ich manchmal deine Stimme. Und ja, ich fühle mich gefangen und ich schwanke immer wieder zwischen bleib bei uns auf ewig und verschwinde. Diese Zeile ist so true. Bleib bei uns auf ewig und verschwinde. Es ist diese Mischung zwischen du bist mein Vater, aber das, was du getan hast, werde ich dir niemals verzeihen. Und du schwankst dazwischen. Ich kann das so gut verstehen, was er sagt. Du schwankst dazwischen, weil du niemals verstehen kannst, wie konntest du als mein Vater das machen, mir nie für mich da sein. Also ich spreche jetzt von mir. Ich gehe jetzt davon aus, dass es sehr ähnlich war bei ihm. Und auf der anderen Seite, du bist immer noch mein Papa. Ich hab dich lieb. So. Und das ist so ein schöner Song einfach. Das ist krass. Nimmt mich gerade ein bisschen mit. Ich bin gerade auch ein bisschen emotional geworden. Ja, wenn du dich damit auch noch so gut fühlst. Nee, mach weiter. Okay, ewig und verschwinde. Du machtest nicht mal 50 Jahre voll. Ich weiß nicht, ob ich dich lieben oder dich hassen soll. Wenn ich halt sterbe, dann haben wir beide viel zu reden. Wir werden uns unter anderen Bedingungen wiedersehen. Ja, ich denk an dich, ob du's glaubst oder nicht. Und das jeden Abend. Sehe Bilder von dir, hör Geschichten von dir und kann das nicht schaffen. Und ich fahre und fahre und fahre und fahre ein Leben lang. Der Abend, die Tage, die Jahre, man ist halt wehgetan. Ja, es hat wehgetan. Es war phänomenal. Es hat mich auf jeder Ebene überzeugt. Auch wenn ich jetzt nicht viel musikalisch gesagt habe, aber auch musikalisch hat es mich mitgenommen. Es war wunderschön. Rafa. Ich fand's auch wunderschön. Ich gebe mir privat nicht so oft so tiefe Tracks. Aber trotzdem, mir fällt eigentlich nichts Negatives ein, was ich sagen könnte, in keinerlei Hinsicht. Es super Track, super Video. Gib einen Daumen nach oben. Okay. Also Sascha empfand das genauso wie wir, würde genauso ein Like geben und ist sehr überzeugt von der Musik, besonders weil Sascha eben auch gerne emotionalere Tracks. Es wird Zeit, aus dieser Emotionalität rauszukommen jetzt und wir gehen rein ins Wochenranking. Ich würde gern bei Rafa anfangen heute. Alles klar, dann wen hatten wir denn? Wir hatten Concept, Jasper, M-Dog, Kasa und Written. Ich würde spontan M-Dog auf den letzten Platz setzen, Kasa auf 4, Jasper auf der 3, Concept auf der 2 und Written auf der 1. Wir wollen kurz zusammenfassen, wie Sascha das findet. Ja, schreib uns die Liste und Rafa liest vor. So, dann hat Sascha auch die Bewertung geschickt. Seine 5 ist auch M-Dog, seine 4 ist Kasa, auf der 3 ist Jasper, auf der 2 Concept und auf der 1 Written. Das ist doch genauso wie bei mir. Hatten wir dieselbe Meinung diese Woche? Also ich sehe hier ein gewisses Problem mit unserem bisherigen Favoriten, Written. Es ist zu tief für ein Musikturnier. Das heißt, dass er da vermutlich ein Problem mit der Community haben wird, könnte ich mir vorstellen. Also mit den Likes. Ich weiß jetzt nicht, wie es aussieht, aber warte, lass mich kurz reingucken. 3,3 bis jetzt. Da vergleiche ich den jetzt einfach mal mit zum Beispiel einem Kasa, den wir ja jetzt die Woche nicht so hoch gelobt haben, hat über 1000 mehr Likes. Written ist für mich ganz klar auf der 1. Ich kann gar nicht anders. Selbst wenn es musikalisch jetzt nicht gut gewesen wäre, ich kann an der Stelle nicht anders, als ihn auf Platz 1 zu setzen. Platz 2, ganz kontrovers, M-Dog. Einfach, weil ich ihn rap-technisch irgendwie ganz geil fand. Keine Ahnung, ich hab's nicht erklärt. Ganz knapp gefolgt von Jasper. Kasa, weil ich die
Die Parts waren so gut, dass ich sie besser fand als das Gesamtkonzept von Concept. Und ja, Concept auf Platz 5. Also, Sascha und ich waren uns einer Meinung. Du warst, du warst deiner Meinung, dass du nicht unserer Meinung warst. Ich würde aber ehrlich gesagt nach den 5 Videos jetzt sagen, dass die Woche doch nicht so stark war. Insgesamt vielleicht die schwächste von allen. Mhm. Warte, ich gucke mir nochmal die anderen an. Ja, letzte Woche war sehr stark. Ja, also ähnlich wie die erste. Da, wobei, nee, fand ich bis jetzt am schwächsten. Ja, ja, würde ich unterschreiben. Sascha sagt auch, das war die schwächste Woche. Da sind wir uns einig, das ist doch auch mal was. Na gut, das war Woche 3 des JMA. War trotzdem interessant, trotz aller Kritik diese Woche. Und wir freuen uns, dass ihr wie immer eingeschaltet habt. An der Stelle Däumchen für uns drei. Kommentar, falls es euch gefallen hat. Und das Abonnement bei Sascha Wohner nicht vergessen. Wir wollen die 1000 Abonnenten voll machen. Perfekt. Rafa, du darfst das Schlusswort übernehmen. Abonnieren. Wir werden uns unter anderen Bedingungen wiedersehen. Ja, ich denke an dich, ob du's glaubst oder nicht. Und das jeden Abend. Sehe Bilder von dir, höre Geschichten von dir und kann das nicht schaffen. Und ich fahre